Hallo, Kelly aka Mrs. Wheelock hier. Und es ist was Schlimmes passiert. Seht ihr, was ich anhabe? Ich bin in den Knast gekommen, weil ich den Mega-Tweef des Jahrhunderts ausgelöst habe. Eigentlich geht's da um was anderes, das sage ich euch am Ende des Videos. Aber ich dachte, ich ziehe das einfach mal an, weil es irgendwie lustig ist. Letztes Mal habe ich euch aufgefordert, mich zu haten in der Form eines Tweets oder etwas, was die Länge eines Tweets hat. Kelly kommentiert Kommentare Folge 69. Erotischer wird dein Leben wohl nicht. Das stimmt wahrscheinlich. Und wisst ihr, was auch noch eine traurige Tweef-Wahrheit ist? Kelly, du hast schon wieder das Intro vergessen. Mäh. Komisch, dass diese Cappy einfach immer einfach auftaucht, wenn man mehr sagt. Das ist so crazy, dass wir es hier fast schon selber ausprobieren. Kauft meinen Shit, Leute, bitte. Und weil ich dieses verflixte Intro schon wieder vergessen habe, zeige ich euch diesen Onesie und tanze. Weil ich gut tanzen kann. Und weil ich absolut lächerlich aussehe. Kelly kommentiert, Kelly kommentiert, Kelly kommentiert. Kommentare. Das ist kein Scherz, ich wurde nicht gezwungen, den anzuziehen. Das ist alles freiwillig. Doofe Kuh. Seht ihr? Und da geht der Tweef auch schon richtig los. Passt auf, dass ihr nicht auch in den Knast kommt, denn die folgenden Sachen sind brutal. Wenn du eine Pizza wärst, wärst du eine schlechte Pizza. Hm. Wobei man das gar nicht so richtig als Beleidigung sehen kann. Ich meine, jede Pizza ist irgendwie eine gute Pizza. Jeder freut sich über Pizza und es gibt schlimmere Gerichte als Pizza. Jeder isst Pizza. Es gibt die verschiedensten Sorten von Pizza und alle sind auf ihre Weise wundervoll. Ich bin zu begeistert von Pizza. Wie bricht man Kelly die Nase? Man legt ein Handy und einen Laptop unter einen Glastisch. Viele von euch denken ja tatsächlich, ich wäre so doof. Verstehe ich gar nicht, warum man mir nicht glaubt, dass ich voll in Talenting bin. Du kommst niemals nach Hogwarts. Das ist auch leider überhaupt nicht möglich. Ich wäre dahin gekommen, mit ziemlicher Sicherheit. Ich möchte euch nur daran erinnern, dass alle, die zwischen 1985 und 1998 geboren sind, gar keinen Hogwarts-Letter kriegen können. Denn da war Voldemort an der Macht, hä? Und Voldemorts Ministerium hat zu der Zeit natürlich alle Daten von Muggelgeborenen ausgelöscht. Deswegen sitze ich hier noch fest. Kelly, das Hirn ist keine Seife. Es wird nicht weniger, wenn man es benutzt. Es wird aber bestimmt viel, viel größer. Deswegen mache ich das ja für euch. Ihr sollt euer Gehirn anregen. Ich tue euch einen Gefallen. Ich helfe bei eurem Gehirnwachstum, okay? Wächst das Gehirn. Das Gehirn wächst bis zu unserem 40. Lebensjahr. Herzlichen Glückwunsch! Bei den meisten von uns wächst das Gehirn, egal wie dumm oder dämlich oder schlau wir sind. Dank mir natürlich, das habe ich ja gerade erklärt. Meine Absätze sind höher als dein Niveau und ich trage Ballerinas. Ich meine, du bist zumindest nicht barfuß. Man sieht also, es geht immer schlimmer. Meinetwegen kann sie in die Irrenanstalt. Sie ist so eine dünne Nudel. Boah, ich würde sagen, ich bin fast schon mal richtig angezogen. Jetzt muss ich nur noch eine dünne Nudel werden. Aber wie? 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 Ich habe Scheiße in die Suchzeile eingegeben und bin hier gelandet. Ich kann es ja einigermaßen steuern, wie ihr mich findet. Vielleicht habe ich einfach Scheiße in die Tags geschrieben oder in den Titel. Weil wir uns irgendwie alle sicher sind, dass das hier alles mit Scheiße zu tun hat. Aber niemand weiß so, wo genau die Scheiße liegt. Ihr werdet das noch verstehen. Moment. Kelly kommentiert Kacke. Kacke kommentiert Kommentare. Kelly kackt Kommentare. Kelly kackt Kacke. Eine bestimmte Person hat mein Einhorn entführt. Ratet mal wer. Mein Pony mit Umschnalldildo wurde auch entführt. Pff, der hat nicht mal ein richtiges Einhorn und denkt, er kann mitreden. Pony mit Umschnalldildo, das kann sich ja jeder machen. Aber wisst ihr, welche Stufe die beste Stufe ist? Selber ein Einhorn zu werden. Nicht, dass ich denke, dass ich ein Einhorn bin oder so. YouTuber sind so arrogant. Es gibt sogar schon eine erfolgreiche YouTuberin, die denkt, sie wäre ein Einhorn. Erfolgreich? Außerdem denke ich doch nicht, dass ich ein Einhorn bin. Also, ich finde einfach nur, dass ich ein Wesen der Reinheit und der Unschuld bin. Guckt, wie fabulös ich bin. Und mir wachsen unnormal lange Haare aus dem Arsch. Moment mal. Du bist so doof, aber ich mag dich. Nicht. Oh. Kelly, du bist eine braune, dreckige, dicke Kartoffel. Oh. Eine Süßkartoffel. Süßkartoffeln machen alles besser. Wieso geht's schon wieder die ganze Zeit nur um Essen? Hat denn R aus China schon eine Postkarte geschickt? Mittlerweile müsste es ja schon so weit gerollt sein.
Das war der beste Diss des Jahrhunderts. Schade, dass er durch die Diskussion, ob es China oder China heißt, plattgewalzt wird. China, 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 China. Na, hast du schon das Verlangen, ein Besserwisser zu sein und China zu schreiben? Hä? Wow, das macht mich richtig verrückt, das Thema. Wenn du eine Pizza wärst, wärst du eine Pizza Margherita. Irgendwie gut, jedoch ziemlich langweilig und einfallslos. Immerhin wäre ich eine Pizza. Deine Videos sind wie Chips, man will immer mehr davon. Aber wenn man fertig ist, fragt man sich, warum habe ich das getan? Immerhin wäre ich Chips. Was kann man schon von einer Frau erwarten, die sich nicht mal richtig schminken kann? Und dazu kommt noch, dass sie nicht kochen kann. Und nicht einmal Experimente für Kinder bekommt sie hin. Ich gebe eindeutig zu viele von meinen Schwächen heraus. Immerhin bin ich ein Wesen der Reinheit und Unschuld. Und guckt mal, wie fabulös ich bin. Und mir wachsen unnormal lange Haare aus dem Arsch. Moment. Ich würde sagen, das sind meine Stärken. Außer vielleicht die Haare. Es geht schlimmer. So, jetzt kommen wir endlich zu dem Grund, warum ich das eigentlich anhab. Das hat mir Orange is the New Black geschickt, beziehungsweise Netflix. Deswegen steht hier oben jetzt auch Werbevideo. Es wird eine Veranstaltung stattfinden, ein Community-Event, wo ich 4 von euch einladen kann. Wir würden dann zusammen die erste Folge der neuen Staffel Orange is the New Black angucken. Ich moderiere das Ganze, weswegen ich Geld dafür bekomme, weswegen hier Werbevideo steht. Alles, was ihr dafür tun müsst, ist ein Orange-Selfie zu schießen. Das soll halt irgendwie aussehen, als wärt ihr im Knast irgendwie mit einer orangenen Kleidung oder mit irgendwelchen Accessoires. Ich bin sicher, jeder von euch hat irgendwo ein paar Handschellen versteckt, für was auch immer ihr das benutzt. Das Ganze postet ihr dann auf Twitter unter dem Hashtag WatchingOITNB. Die Anfangsbuchstaben von Orange is the New Black. Und dann werden 4 Gewinner ausgelost, die wir nach Berlin einladen. Ist das nicht schön? Und wir können uns treffen. Vielleicht gibt es auch Pizza. Es gibt bestimmt Pizza. Das ist auch alles, was ich will. Chillen und Serien mit euch gucken. Das Ganze findet am 12. Juni hier in Berlin statt. Das soll ich vielleicht noch dazu sagen. Das war's auch schon mit diesem Werbevideokram. Willkommen zur Frage für die nächste Folge. Wenn ihr einem Alien begegnen würdet und dieser Alien euch nach Fakten über die Menschheit fragt, was würdet ihr dem Alien als erstes sagen? Ich würde zum Beispiel sagen, bei uns fallen die Zähne aus, die heißen Milchzähne, damit größere, stärkere Zähne nachwachsen können. Und der Alien würde wahrscheinlich sowas sagen wie, gut, das klingt jetzt schon wieder sehr weit hergeholt, aber okay. Ihr könnt ihm natürlich jeden möglichen Shit erzählen, was uns Menschen betrifft. Schreibt es unten in die Kommentare rein. Vergesst nicht zu abonnieren, damit ihr nicht verpasst, wie euer Kommentar in der nächsten Folge am Dienstag drin ist. Und dann sehen wir uns Donnerstag, Sonntag oder eben wieder nächsten Dienstag. Tschüss!